Herrlich. Ja, die erste Prüfung aber liegt hinter uns. Wir, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und ich werde erstmal unseren Typen hier wieder ein bisschen nagischer machen. Ach, das sieht einfach scheiße aus. Ausrüstung. Ja. Ablegen, weg damit. Ach, sieht das einfach scheiße aus. Ablegen. Ich weiß, dass wir jetzt gerade ein bisschen... Kann ich denn nicht irgendwie... Kann ich denn nicht irgendwie komplett... Darf ich den nicht unsichtbar machen, die Dinger? Kann ich das irgendwie... Ja, natürlich kann ich das. Ja, dann machen wir das doch. Warte mal, wir rissen das wieder aus. Und nimm's... So. Weil, also wir jetzt natürlich... Unsichtbar, mehr oder weniger. Weil das ist einfach immer. So, das nehmen wir auch den Schal raus. Ach, ich jetzt mal wissen müssen. Theoretisch können wir hier auch einen Slytherin Schal nehmen. Da, bumm. Aber das nehmen wir auch. Irgendwie sieht der besser, sieht der gut aus. Ne, wir nehmen ihn komplett raus. Ich muss keinen. Kein Schal nehmen. Jetzt Bekleidung, oder doch? Ja, wir nehmen raus. Wir nehmen die Werte mit, aber wir nehmen den Schal raus. So, das war eigentlich später weniger das, was ich uns immer machen wollte. Wie gesagt, das sah einfach schrecklich aus. Ich vergesse immer, dass ich die gar nicht unsichtbar machen kann. Gut, gucken wir mal, was als nächstes aufsteht. Aufträge. Unterrichtsstunde gibt Tierwesen 13, 14. Okay, Tierwesenunterricht. Impulso. Wir haben gerade keine Hauptmission, ne? Sehe ich das gerade richtig? Schutzbilder. Glacius. Dann nehmen wir den erstmal als erstes. Magdam Kogabas Aufgabe 1. Kauf ein Wesen, was Bitwitches in Hogsmeade. Da war doch noch irgendwas. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal. Dann müssen wir nach Hogsmeade. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Okay, so schlecht ist der gar nicht, ich glaube. Aber wir müssen jetzt mal kurz gucken, dass ich mal kurz nach Hogsmeade drüber reise. So, ab zu. Warte mal. Wegpunkt festlegen. Habe ich hier irgendwas? Genau. Hier wäre ein. Da wäre ein Schnellreisepunkt. Ich baue mir gerade nur ein bisschen Weg. Also kaufen Sie erstmal einen Besen. So, der Shop ist. Hier, ne? Oh, warte mal, eine Truhe, eine Truhe, 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 Truhe. Ein düsteres Gewand brauchen wir nicht. Du richtig? Bin ich richtig bei dir? Verkaufst du? Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihrer Dienst. Ja. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile... Und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein.
Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Warum Handelswege? Sie mussten Spinwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen? Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Was können Sie noch verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Na, war schön. 600, 600, 600. Ah, super. Warte mal, ich hab da Sachen zu verkaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich verticke jetzt gerade mal mein Zeugs. Das sind Sachen dabei, die brauche ich nicht. So, jetzt kann ich mir Besen kaufen. Was hat er gesagt? Wind, der ne, Eibenweber. Eibenweber war das, ne? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Na, dann kaufen wir den doch. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberung. Verbesserung, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ich versuch was doch. Interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Flugprüfung, geil. Habe ich da natürlich extrem Bock drauf. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Na super, da haben wir natürlich extrem Bock drauf. Aber ich will jetzt mal gerade was Meines machen. Halt. Das war doch jetzt ein anderer Gedanke. Sammle Trollpopel. Warte mal, das war jetzt was anderes eigentlich. Professor Kogawas Aufgabe. Das war der Gedanke dahinter.
Lass den Ballons über den Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Ballons mit ins Gerichtsfeld zum Platzen. Ich will mich Glacius lernen. So, warte mal kurz. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ja, oh, hier lerne ich alle Humora. Reiche Stufe 14, ja. Leider kann man die Aufgaben noch nicht machen. So, warte mal, ich muss gerade gucken. Ich muss mal ganz kurz, ich will ja diese Aufgabe lösen, erledigen. So. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? So, ich muss mal gerade ganz kurz. Das ist das zweite Mal, ne? Haupthalle. Okay. Ich muss Ballons platzen bringen. Na dann, versuchen wir mal zum Quidditch-Feld zu kommen. Ah, okay. Acho, du erstes Spiel. Das hatten wir schon mal, glaube ich, die Aufgabe, dass, als wir einen Flug gelernt haben. Wie kann ich denn den Flug lernen? Den Wesen? Warte mal. Wie kann ich denn den? Hat das irgendeinen näheren Sinn? Warte. Steuerung. Ah, ich kann schon. Ich hab das Ding immer noch auf Leicht stehen. Ziel. Besen. Aha. Okay. Ich merke noch, ich lerne noch. Soll ich da runter oder was? Also Hogsmeade und Quidditch World. Ich flieg mal rüber nach Hogsmeade gerade. Ich es überhaupt kann, nicht so weit zu fliegen. Er sagt, Bahnhof kommt doch wann immer wohin. So weit ist das gar nicht.
Warte mal. Boah, Steuerungsione. Nein, ich schwöre, ich werde ihn. Ach, hier. Okay, gut zu wissen. Oh, soll ich das hier mal schaffen, diese Scheißprüfung? Ich muss mich jetzt gerade komplett auf die Steuerung konzentrieren. Hier, die easy me nie so, ne? Zwei. Oh, wo ist denn der dritte? Ich hatte doch immer noch einen. Ich hatte immer noch einen Ballon gerade gesehen. Warte mal, wo ist denn der? Gut, dass wir Zeit haben. Wo ist denn der Ballon? Ich hab da gerade. Ach, da oben. Ach, da oben. Nummer 3. Danach fliegen wir zurück zum Quidditch-Feld. 3. Und der vierte. Warte mal, ich muss mich gerade nur ein bisschen. Ein bisschen orientieren. Wo war der denn? Da. Vier. Was ist der fünfte? Da hinten. Hinter dem Schornstein. So, dann haben wir das auch. Herausforderung freigeschaltet. Jetzt müssen wir noch mal kurz zum Quidditch-Feld. Was ja Gott sei Dank nicht allzu weit ist. Wir sehen sie mich schon. Ja, leider, leider, leider. Leider, leider. Leider. Gibt es kein Quidditch in diesem Spiel? Zumindest nicht all, dass man dann zum Beispiel dass man Quatsch für die Hausmannschaft spielen kann. Fände ich persönlich ein bisschen schade. Aber dann ist es so. Kannst du es nicht ändern. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal mit dazu. Also DLC oder was auch immer. Keine Ahnung. So, Fakt ist, wir müssen jetzt auch mal hier 5 Ballons kaputt machen. Darum. Da ist noch eins. Aber viel Liebe zum Detail. Definitiv. So, warte mal, was ist denn der nächste? Ballon, Ballon, Ballon. Ich sehe gerade nur nicht. Wo ist er denn? Ich sehe gerade nicht. Guck mal, da unten fliegen 2. So, die Frage ist, wo ist der Ballon? Wo ist der eine Ballon? Da hinten. Trainieren die gerade hier? Trainiert jetzt gerade hier die Quidditch-Mannschaft? Nee, ne? Was ist das jetzt? Ach, das ist die Prüfung. Warte mal. Was ist denn das jetzt hin? Da ist er. Oh, schön versteckt. Bam.
So, Ballons zerplatzen lassen, haben wir. Und wir sollen jetzt zu Madame Kogawa zurückkehren. So, Akio können wir irgendwann mal machen. Und ich muss jetzt gerade gucken, ob ich irgendwo einen Eingang finde. Was ist hier? So. Komm ich nicht rein? Hallo? So, dann nehmen wir mal den Weg da oben durch. Passt so. Wie kommen Sie mit den Aufgaben zurecht? Fertig. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Ja, wir hatten ja eigentlich vermuten. Boom. Glacius gelernt. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Warte. Wir nehmen ihn mal direkt mit rein. Da oben ist er. Für den Gegner einer Hütte schaden, die Sie durch Folgeangriffe lösen. Erleiden, Entschuldigung. Passt so. Hat wieder ein Level 12. Schlosserstufe 2 kann ich nicht, ja? Öffnen momentan, aber da ist einer gut. Öffnen bekomme blaue Lederhandschuhe. Warte mal. Gucken wir mal gerade kurz. Oh ja, oh ja, oh ja. Die nehmen wir natürlich mit rein. Nimm's mal raus. So. Moment, haben wir irgendwas gekriegt? Oder wir haben einiges bekommen, so gerade nebenbei. Dekarium-Artefakt. Hier haben wir eine Nachricht eines Kobolds. Die haben wir schon gesehen. Und ein bisschen Zeugs. Fehler eines Wupas. Die wir uns ja damals beim Traumatrick-Unterricht geklaut haben, aber wir haben sie ja behalten. Gegner. Was haben wir hier? Wilderer Pirscher. Und Wilderer Spurensucher. Und ein Denkarium-Wächter. Und dann haben wir hier noch irgendwas anderes. Ein Alpenweberwesen. Also wir müssen wahrscheinlich die Kabletten alle Besen kaufen. Es gibt wahrscheinlich insgesamt 6, 7, 7. 9. Wenn ich das richtig sehe. Deute. Tut mir leid, wenn ich gerade solche Dinge anspreche. Ich habe Gameplay tatsächlich nur so weit gesehen, wie ich selber bin. Also ich weiß sonst, weiß nicht, was Sache ist. 5 Ballonsätze. Okay. Gut, Talente. Kurz mal gucken. Oder irgendwas haben, was nicht. Warte, was war hier? Ach, der Edurus-Trank, ja, den bräuchte man natürlich, klar. Gucken wir mal gerade kurz, dass wir da noch was. Wir haben ja einige so gar nicht gemacht hier. Aber wir haben gar keine vertretenen Punkte, alles klar. Ich würde jetzt mal durchgucken können. Gut. Und weitere Aufgaben hier. Okay. Haupt. Primär. Wir müssen auf jeden Fall mindestens eine Stufe aufsteigen. Hier können wir die Pulso lernen. Das werden wir dann
sehr wahrscheinlich als nächstes angehen. So, lerne die Pulse von Professor Sharp. Ich weiß nicht, ob wir mal was machen müssen. Ich guck grad mal. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Hör mal. Wollten die jetzt hin mit mir? Ich wollte eigentlich in den Aufträgen jetzt Impulse lernen. Okay. Das ist tatsächlich der, der markiert ist. Muss ich denn da hin? Na gut, okay. Das hat natürlich seinen Sinn. Wir dürfen natürlich nicht Hogsmeade überfliegen. Mit einem Besen. Auf geht's nach Hogsmeade. Was muss ich denn hier machen? Davon, wie sie den Troll auf dem Dorf bleiben. Hallo. Ich hörte jetzt gerade nur quatschen. Wer bist du? Geh mit denen, Bilder C, okay. Darf ich nicht hier hinten? Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Ich will eigentlich weitermachen. Ich bin auf Level 13 noch nicht. 12. Ach so. Oh, ja. Au. Ja. Ich sollte ein andermal wiederkommen. So, ich muss ja bestimmt irgendwelche Zaubertränke jetzt kaufen. Nee, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen hierher geflogen. Aber, die Pulse lernst du nicht hier. Ich habe mich schon gewundert. Sondern die Pulse müssen wir erst gelernt haben, damit wir die Aufgabe angehen können. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend, wir sind in der nächsten Episode wieder und dann gucken wir mal hier, ob wir diese Tränke noch bekommen. Wir brauchen ja die Zaubertränke Maxima und die Durus und sollen sie täglich testen und beschaffen und testen den Fokusrang. Also wir brauchen 3 Tränke, die wir zu holen. Na los, alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.